Herzlich willkommen zum First Class Energy Podcast, dein Podcast für mehr Lebensqualität durch neues Bewusstsein. Mein Name ist Susanne Ulmer und heute werden wir uns das Thema Glaubenssätze etwas näher ansehen. Sicherlich hast du bereits von Glaubenssätzen gehört und dich vielleicht sogar schon aktiv damit auseinandergesetzt. Falls das Thema neu für dich ist, möchte ich dir zu Beginn dieser Podcast-Folge kurz erzählen, um was es sich bei Glaubenssätzen genau handelt. Als Baby kommst du nicht nur nackt zur Welt, darüber hinaus hast du auch noch nicht die Möglichkeit zu sprechen und dich in deiner Umgebung gezielt zu orientieren. All das darf sich erst noch entwickeln. Ich vergleiche diesen Zustand gerne mit dem Moment, wenn wir uns einen neuen Malblock kaufen. Er besteht aus einem Deckblatt und der Rückwand. Dazwischen sind lauter unbeschriebene Blätter zu finden. Die Rückwand stellt die DNA, die Programme deiner Familie dar, die durch die Weitergabe der entsprechenden Informationen deiner Eltern und deren Eltern an dich erfolgt. All dies ist eine ganz eigene Frequenz, die unbewusst wirkt und nicht wirklich wahrgenommen werden kann. Dein Deckblatt ist entweder bunt, mit einem lustigen Motiv oder ist einfach nüchtern und klar. Das Deckblatt sind wir mit unseren Gaben, Veranlagungen, Interessen, Talenten, unserem Äußeren und allem, was uns einzigartig macht. Als Baby können wir keine Sprache sprechen und uns auch nicht mitteilen. Das Einzige, was uns gegeben ist, ist unsere Stimme, mit der wir laut schreien können, wenn wir Hunger haben. Wenn unsere Bedürfnisse gestillt sind, lächeln wir, schlafen friedlich und sind einfach zufrieden. Doch wenn uns Schmerzen plagen, uns kalt ist oder ein Umstand befremdlich erscheint und uns vielleicht hilflos macht, ist der einzige Ausdruck des Babys ein lautstarkes Weinen. Im Laufe der Zeit wachsen wir heran, wir hören die Worte der Erwachsenen immer öfter und bekommen ein Gespür für die Laute und die Sprache der Älteren. Zudem entdecken wir durch unsere visuelle Wahrnehmung, wie auf uns reagiert wird. Und dadurch bilden sich die ersten Screenshots und Momentaufnahmen, die in unserem Gehirn verankert werden. Und auf dieser noch leeren Festplatte werden somit all diese Informationen gespeichert. Ab dem Moment, wo wir etwas mobiler werden, also krabbeln und laufen können, werden wir geprägt. Zuerst sind wir stolz, weil wir uns selbst fortbewegen können. Dieser natürliche Prozess ist nicht nur unser erster bewusster Erfolg, sondern meist auch der ganze Stolz von unseren Eltern, die unsere Fortschritte feiern. Diese positiven Erinnerungen werden auf die ersten Seiten unseres Lebensblocks gezeichnet. Danach lernen wir die andere Seite des Lebens kennen. Es ist die Welt der Grenzen, der Gefahren, der Verbote, der Traditionen und Regeln. Vieles machte für uns Kinder keinen Sinn. Viel zu neugierig sind wir gewesen, da wir unsere Welt mit Neugierde und Freude entdecken möchten. Das wäre grundsätzlich alles wunderbar, wenn dann nicht die Erfahrungen und die kleinen Missgeschicke auf dem Weg des eigenen Wachstums wären. Und so hat jeder von uns, der eine mehr, der andere weniger Prägungen erhalten, die uns die Rahmenbedingungen des Lebens in unserem Lebensblock festlegten. Mach das nicht, du kannst das nicht, das ist gefährlich, das Leben ist hart, wie kannst du etwas richtig machen? Schau dir deinen Bruder oder deine Schwester an, der oder die macht das viel besser als du. Vielleicht hast du solche Sätze schon mal irgendwo gehört, vielleicht kommen sie dir sogar sehr bekannt vor. All das sind die ersten Mantren, die wir wahrscheinlich öfters als Kinder wahrgenommen haben. Mit jedem Mal, als diese wiederholt wurden, wurden in unserem Gehirn immer festere, neuronale Verbindungen geschaffen, die uns heute noch diese Sätze als normale Äußerungen abrufen lassen. Doch ist das wirklich so? Wie viele Blätter wurden von deinem Block mit destruktiven Denk- und Glaubensmustern von anderen bepinselt? Wie oft wolltest du als Kind in deinen Block malen und konntest nicht, weil andere ihre Vorstellungen und Ideen auf deinen leeren Seiten verewigt hatten? Wenn du jetzt dein Leben betrachtest, gibt es da vielleicht Lebensbereiche, die bei dir stockender verlaufen als bei anderen? Hast du manchmal das Gefühl, dass du dem Glück hinterherrennst? Oder hast du den Eindruck, dass du erst dann Ruhe und Entspannung verdient hast, wenn du es allen anderen zuvor recht gemacht hast? Woran liegt es, dass manche Menschen das Leben mit Freude und Leichtigkeit gestalten, mutig sind und sich etwas zutrauen,
während andere wiederum jeden Tag einen neuen Kampf mit ihrem Alltag führen? Diese Fragen führen zu einer Vielzahl an möglichen Antworten. Eine der mit wichtigsten Grundlagen für unsere heutigen Bedingungen sind die Glaubenssätze. Also die Sätze, die wir immer noch glauben, sei es über uns, über andere, über das Leben, den neuen Kollegen, den Nachbarn und so weiter. Doch ist das alles wahr, was man uns erzählt? Stimmt denn das wirklich, dass wir scheitern, wenn dieses oder jenes passiert? Was wäre, wenn wir gar nicht so blöd sind, wie wir es uns oft einreden? Oder wie wäre es, wenn wir einfach mal Nein sagen, anstatt an der alten Erinnerung festzuhalten? Du musst immer höflich und nett sein. Und es ist denn dann wirklich so, dass wir alle in der Hölle landen, wenn wir mal etwas falsch machen? Mit dieser Podcast-Folge möchte ich dich zum Nachdenken anregen und dich gleichzeitig fragen, was glaubst du noch über dich und die anderen? Wäre es denn nicht einfach mal ein Versuch wert, deine bislang eingefahrenen Denkmuster zu hinterfragen und dir zu überlegen, welche Gedanken heute dein Leben leichter und schöner machen? Gedanken sind unser mächtigstes Werkzeug. Wir können alles erschaffen, was wir uns vorstellen können. Meditation und mentales Training, aber auch körperliche Übungen unterstützen diesen Prozess der Manifestierung. Wenn du also negative Denkgewohnheiten enttarnst, frage dich, was wäre die gegenteilige Vorstellung von meinen bisherigen Gedanken? Baue dir sozusagen eine neue Gedankenwelt auf. Eine Welt, wo dir keiner deinen Lebensblock ungefragt vollkritzelt, sondern erschaffe jeden Tag ein neues Kunstwerk. Denn eins ist gewiss, irgendwann sind die Seiten voll. Und was möchtest du dann als Inhalt in deinem Lebensblock haben? Auf was möchtest du gerne zurückblicken können? Und genau deshalb möchte ich mit dir in dieser Podcast-Folge eine Übung teilen, die dir dabei hilft, deine Glaubenssätze zu erkennen und auch umzuwandeln. Wenn wir uns erlauben, die bisherigen Denk- und Verhaltensweisen zu hinterfragen, schaffen wir es, unsere eigenen Limitierungen zu erkennen und uns darüber bewusst zu werden, wie wir künftig denken und handeln möchten. Bewusstwerdung und das Aufdecken von Glaubenssätzen verläuft in verschiedenen Phasen und kann mit mentalen Übungen, die wir regelmäßig durchführen, beschleunigt werden. Das bedeutet, wenn du mentale Übungen oder diese Übung, die ich dir heute vorstellen möchte, regelmäßig anwendest, wird es dir immer schneller gelingen, zu erkennen, wie du in deinem Alltag denkst und wie du dich aus dieser Denkschleife befreien kannst. Damit dir das leichter gelingt, möchte ich dich, bevor wir mit dieser Übung starten, noch auf eines hinweisen. Die folgende Übung sollte nur dann angewandt werden, wenn du dir ein paar Minuten Zeit und Ruhe gönnst. Bitte führe diese Übung nicht durch, wenn du gerade im Auto sitzt oder einer sonstigen Tätigkeit nachgehst, die deine vollste Aufmerksamkeit benötigt. Und falls du jetzt gerade Zeit hast und ruhig in einem Raum bist, ohne Störquellen, umso besser, dann kannst du jetzt gleich diese Übung starten, andernfalls zu einem späteren Zeitpunkt. Wenn du also bereit bist, dann bitte ich dich jetzt, dich mal ganz bequem hinzusetzen, deine beiden Füße, deine Fußsohlen berühren den Boden. Und du spürst dein Gesäß auf deinem Stuhl, spürst die Unterlage unter dir. Nimmst einen aufrechten Sitz ein und rollst deine Schultern etwas nach oben. Und atmest ruhig und gleichmäßig ein und aus.
während du gelassen ein- und ausatmest, denkst du jetzt an eine Lebenssituation, die du gerne optimieren möchtest? Welcher Lebensbereich, welche Situation wiederholt sich immer wieder, wo du das Gefühl hast, dass du mit deiner Denkweise gegebenenfalls feststecken könntest? Und dann beobachte einfach nur diese Situation. Den Ablauf. Dein Verhalten. Wie fühlst du dich, wenn du immer wieder damit konfrontiert wirst? Dann achte jetzt ganz genau darauf, was du in diesen Momenten denkst. Diese Gedanken kommen aus deinem Unterbewusstsein. Das sind die Glaubenssätze, die tief in dir noch verankert sind. Dein Gehirn hat noch nicht gelernt, etwas Neues, anderes denken zu können, was diese Situation betrifft. Was wäre denn jetzt das Gegenteil von diesen Denkmustern, die dir gerade bewusst geworden sind? Was könntest du gegenteilig denken? Dann merke dir diesen gegenteiligen Satz jetzt ganz gut. Und lenke deine Aufmerksamkeit in dein Gehirn. Und stelle dir vor, dass in deinem Gehirn ein kleines Haus steht. Und du wohnst in diesem Haus, in deinem Gehirn. Und du denkst jetzt wieder an diese Situation von gerade eben. Wie du dich dann fühlst, wie du denkst, wenn du in diese Situation gerätst. Und gleichzeitig klingelt es an deiner Haustür. Und du öffnest diese Haustür und vor der Tür stehen die destruktiven Denkweisen, all diese Gedanken, die dich in Verbindung mit dieser Situation immer wieder erneut belasten. Du machst jetzt eins und sagst, stopp, das, was ihr mir erzählt, stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Ab sofort denke ich, dann sagst du den Satz, den du dir gut gemerkt hast. Und dann schließt du die Tür. Du
gehst in dein Haus zurück und lässt erstmal die negativen, alten Glaubenssätze vor dieser Tür stehen mit deiner Äußerung, dass du ab sofort ein neues Denken in deinem Leben haben wirst. Du gehst nun in einen Raum in deinem Häuschen und in diesem Raum wartet noch das Gefühl, das zu den damaligen Denkgewohnheiten gehört. Das unangenehme Gefühl, das damals immer noch mit diesen alten Gedankenwelten verbunden ist und war. Du gehst in diesen Raum hinein und dieses Gefühl ist entweder ein Gegenstand oder es ist auf einen Zettel geschrieben, vielleicht sogar als Form wahrnehmbar. Du nimmst dieses Gefühl an dich und gehst wieder zu dieser Tür, wo es zuvor geklingelt hat. Du öffnest die Tür. Und da stehen immer noch die alten Glaubenssätze. Und du überreichst das negative Gefühl, das belastende Gefühl, diesen alten Glaubenssätzen und sagst, das gehört zu dir. Ich brauche es jetzt nicht mehr. Danke, dass ich von euch lernen durfte. Denn jetzt weiß ich, was ich wirklich denken möchte. Und du verabschiedest die alten Gedanken mit dem dazugehörigen destruktiven Gefühl und beobachtest, wie langsam diese alten Gedanken, das Gefühl, verschwinden, sich entfernen und immer kleiner werden, bis du es in der Ferne nicht mehr erkennen kannst. Du stehst immer noch auf deiner Türschwelle. Das Alte ist weg. Und jetzt sagst du dir laut oder leise, jetzt wo ich Platz habe, lade ich meine neuen Gedanken zu mir nach Hause ein. Du sprichst jetzt laut deinen neuen kraftspendenden Gedanken, den du vorhin gewählt hast, aus. Dieser Gedanke nimmt eine Form an. Vielleicht strahlt er sogar hell. Damit verbindest du automatisch das Gefühl der möglichen Lösung deiner Situation. Denn plötzlich gehen durch den Gedanken in dir, in deinem Gehirn, mehrere Türen auf, die zuvor noch verschlossen waren. Du lädst nun diesen neuen Gedanken mit dem neuen Gefühl zu dir nach Hause ein. Ein neuer Gedanke mit dem guten Gefühl betritt dein Haus und du schließt die Tür. Denn ab sofort entscheidest nur noch du, welche Gedanken dir gut tun, wer bei dir wohnen darf. Und du bietest deinem neuen Gedanken einen schönen Platz in deinem Zuhause an. Auch das schöne Gefühl wird sich dazu gesellen.
Vielleicht kannst du sogar beobachten, wie sich dein Zuhause durch die Präsenz dieses neuen Gedankens und dem neuen Gefühl verändert. Vielleicht wird es heller und freundlicher in deinem Zuhause. Vielleicht wird es wärmer. Und wann immer du in Zukunft spürst, dass da ein Gedanke ist, der wieder ungefragt in dein Haus kommen möchte, geh zu deiner Tür. Sage Stopp. Das stimmt nicht. Das ist eine Lüge. In Wahrheit habe ich das und das verdient. In Wahrheit denke ich dieses und jenes. Diese Übung kannst du jederzeit, in jeder Situation, wenn du merkst, dass dich Gedanken belasten, wiederholen. Und bestenfalls mit diesem jetzigen neuen Gedanken und neuen Gefühl täglich wiederholen. Nimm nun einen tiefen Atemzug. Und betrachte dein Häuschen im Gehirn. Vielleicht strahlt es jetzt mehr als vorher. Vielleicht wirkt es auf dich freundlicher. Vielleicht kannst du sogar entdecken, dass in deinem Vorgarten von deinem Haus die Blumen blühen. All das ist möglich. Und dann nimm noch einen tiefen, kräftigen Atemzug und sag dir selbst: Ich bin froh, dass ich so mutig bin, meine neuen Gedanken zu glauben. Ich glaube an mich. Dann nimm noch einen tiefen Atemzug und komm in deiner eigenen Geschwindigkeit wieder ins Hier und Jetzt zurück und öffne langsam deine Augen. Falls du noch einen leicht verschwommenen Blick hast, ist das ganz normal. Dein Gehirn ordnet sich jetzt gerade noch und passt sich an dein Wachbewusstsein an. Und mit dieser Übung kannst du, wann immer dir einer deiner alten Glaubenssätze auffällt, ganz schnell einen Riegel vorschieben, den alten Gedanken oder Glaubenssatz abblocken, eine bewusste Grenze zwischen dem, was man sich selbst eingeredet hat und noch einreden lässt, ziehen, ein bewusstes Stopp sagen und dann gezielt wählen, was du tatsächlich in deinem Leben, in deiner gedanklichen Welt haben möchtest. Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen und gerne kannst du mir in den Kommentaren deine Ergebnisse mitteilen oder mich auch gerne persönlich über meine Homepage unter www.firstclassenergy.de anschreiben. Ich freue mich, von dir zu hören, wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Übung und bis ganz bald. Von Herz zu Herz, deine Susanne. Thank you.